Yo! Endlich Release von King's Court, das allerneueste Set von Yu-Gi-Oh! Ich muss sagen, ich finde, das wird wahrscheinlich das beste Set, was 2021 geben Die wird. Spoilerliste. Ja! Wahnsinn, was fällt Konami ein? Die einfach die Götterkarte reinpacken, ohne zum Und Ansagen. endlich in Wahnsinn. Europa die Millennium Rares. Glaubst du, wären meine 10? Ist das eine Ich 10? weiß es nicht. Es wäre Schauen wir schon geil, mal. wäre schon geil. Collectors Rare wäre cool, wenn wir ziehen Ja. würden. Wenn Gibt's wir auch mal wieder gute eine? Chance mit zwei Displays. Ich glaube, Kann was dabei sein? 4 Kammer haben pro 12. Und wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, Abonnieren. die Glocke aktivieren, Haut haut rein. rein! Da starten wir rein, endlich in das neue Set. Wir haben über 40, 50 Grad gefühlt. Die Stimmung Wirklich ist heiß. mega Wir heiß. sind heiß auf das Set. Es wird Richtig. absolut wild. Wild Joker. Weil es ist ja echt heftig, was Konami da auf einmal macht. Ja. Einfach so 3, 4, 5 Tage vor Release, was die da rausballern, einfach so in dieses Set, mit dem keiner gerechnet hat. Ich meine, das Set war so schon Mega. gut von den Reprints und von den Neuerscheinungen, aber. Die Götterkarten sind die komplett verrückt. In einer komplett neuen Rarität, was es doch nie gegeben hat. Also zumindest bei uns im TCG noch nicht. Ja. Wahnsinn. Mega. King's Court. Jeder hype das Set. Schau mal, was wir in unserem ersten Display ziehen Drinnen werden. haben. Ich meine, wir haben ja auch viel vorbestellt. Wir werden viel bekommen die nächsten Wochen und für euch einige schöne Videos haben. Tja, Frage stellt sich nur, welche Seite willst du beginnen? Links, rechts? Links, links, Linke links. Seite machst du? Ja. Dann, das ist eins zu dir rübergewandert. Was auf, da ist jetzt was drinnen. Na, mir fehlt noch eines. Ja, das habe ich schon So, geholt. passt. Ach, auch schöne Artworks, das Set Wirklich. doch richtig geil. Die Joker, vor allem dieses. Konami schafft so wieder einfach diese Anime-Fan-Artworks von früher wiederzubringen. Sehr Richtig. cool. Und wer macht First Pull? Ich, damit du Machst du? Last Pull Magst machst. du? Ja. So, dann. Wunderschön. Zieh Mitten. mal was raus. Ich meine, wir haben schon ein paar so geöffnet. Ich glaube, Jetzt Linie daneben, zeig her. es sind ja in einem. Tut mir später. Es sind ja eigentlich pro Set sind ja drei Pulls dabei. Ja. Entweder zwei Ultra Rare oder Collectors Rare. Und wir haben gleich einmal in drei Booster gleich mal eine Ultra Rare gezogen. Richtig. Auch sehr geil. Ein Ritterin Ring der der Königin. Königin. Wirklich. Zolga, der Prophet. Was ist das? Das kann man wieder so schwer lesen. Urschwerger mit der Ding. Wirklich. Der lebendig heimkehrende Krieger. Und die Hyperkanone haben wir da gleich einmal als Und erste. das Coole ist, normalerweise sind immer diese schwarzen Karten, die ihr Ja. seht. Aber das ist wieder das XYZ-Thema. Das sind Ah. diese Roboter, die sich gegenseitig Na, das heißt zusammenbauen. Exit. Na, die heißen XYZ Das sofort. heißt Exit. Schauen wir mal, was du in den ersten Pack drinnen hast. Oha, 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 wenn die oha. letzte Karte gebogen ist, ist das ein Zeichen, na, oder? Millennium Rare. Das ist ja das Geile, da gibt's Millennium Rares in dem Set. So, was haben wir da? Ritterin der Königin. Stark. Dann Topf der Gegensätzlichkeit. Auch ein cooler Reprint. Dann haben wir Ritter des Königs. Dann Rettungskaninchen. Das ist auch geil. Finde ich aber schade, dass sie das Schon aus wie so. Rettungskaninchen gebracht haben und nicht die Rettungskatze. Ja. Rescue Cat braucht unbedingt einen Reprint. Konami bringt die. Dann haben wir da die ewige Verbindung. Dann haben wir Auslöscher der Bösen. So, das ist die Anti-Gott-Karte, mit der man Gott-Karten countern kann. Und was ist dieser erste Pool? Weltvermächtnis Wachtrach. Okay, das ist nur so etwas Okay, schräg. Production Fail. Na, gehen wir weiter. Aber sehr coole Karten schon mal wieder. Auch zum Öffnen, das ist. Das Set ist aber nicht groß. Das heißt, wenn du da Display kaufst. Ich glaube, jeder, der einmal irgendwann in den letzten 20 Jahren irgendwelche Yu-Gi-Oh! Karten angegriffen hat, irgendeine Serie geschaut hat, kann Alles da mit den drin. Karten was anfangen. Und Das das Wolkenschloss schaut ist cool auch wieder aus. ein Punkt für dieses Set auch. Sternzeichen Knuddler. Ich bin Skorpion. Knuddler der Kundler. Der Knuddler. Und am wilde Joker. Wer kennt ihn nicht, den Knuddler Drachen der Zerstörung? Gibt's wirklich? Nein. Also ich wieder schön aufgemacht. Mega. Schau, wie meine gut gerippt sind. Ja. So, komplett hin. Wunderschön. Aber das Coole ist auch Wunderschön. bei dir, ist wieder die letzte Karte der Pool. Das ist auch Ja, wieder boah, kann cool. Kartentrick Genau. machen. Dann den ZW Der Löwenwache. Spartzeit, der Spartzeit. Dann der Aufzieh-Zen-Meister, früher auch eine Karte, das ist der Aufzieh-Arsenal-Zen-Meister, dann Grabwächter-Spion. Die Karte hat, glaube ich, einmal 2018 einen Reprint bekommen, war aber Ja. davor, glaube ich,
ich weiß jetzt, eine ewig alte Karte, die Karte war vor dem Reprint auch schon, glaube ich, auf 5 bis 10 Euro, mhm. ist jetzt dann trotzdem aber 2, 3 Euro gegangen. Schauen wir mal, wie sich die entwickeln cool, wird. Ja. Soll auch cool, dass sie einen Reprint gekriegt hat. Dann Baxia, Glanz des Changjing oder Changjing, zum Wolkenschloss und die brennende Seele ist die erste Ultra-Rare. Ultra, ja. Ja. Aber jetzt nicht so Seele. Stark. Nein, ist nicht so stark, immer besser. Aber erwartet. Du hast schon mal eine... Gibt zwar immer bessere Zauberkarte, aber ja, brennende Seele. Schauen wir weiter, was da drinnen ist. Was da drinnen ist. Ja. Nummer 69, Utopia. Die haben wir aber schon mal gehabt. Naja, die... Pott. Dann goldäugiger Abgott. Reprint. Geheimnisvoller Ritterkönig. Ritterin der Königin. Ewige Verbindung. Hof... Ah, das ist schon Hof der Karten. Ist schon die letzte, ja. Ich ziehe nur auf Trap-Karten. Naja. Ha, aber... It's a Trap! Auch die Artworks so oh, richtig OG irgendwie ein wenig. Dann Pendler-Transfer haben wir da. Dann wieder Reinforcement für die Army, Verstärkung für die Armee. Die gibt es auch zum Beispiel Collector's Rare in dem Set. Ist einer der beliebteren Collector's Rare, die man ziehen kann. Shenlong. Shenlong, ja, Shenlong. Ich hab dann wieder Rescue Rabbit, die hätte ich auch gerne in Collector's Rare. Das schaut aus wie diese kleinen Mobs mit diesem Trinken da vorne drauf, ja. Es gibt allgemein mehrere so Rescue-Dinger und... Dann haben wir den Tinwinkel, die Owls, Dolls? Dolls. Dolls. Rayquaza nur in mechanisch. Ja. Und freut sich schon auf den Umbau. Alter, schaut er das an da hinten. Da hat er die Karte ein Eck, Alter. Das ist fix die Millennium Rare. Kamera. Majestätischer Drache, Aufzieharsenal. Dann, den haben wir schon vorgelesen einmal. Nummer 1039, auch cool. Schau mal, das ist ein Fehler. Ja. Siehst du das? Da geht, ist die Farbe ausgegangen oben. Ein und Ritter und des. Ein Ultra Rare. Ein Ultra, genau, Ritter des Jokers. Und die hat leider dieses Eck da. Schade. Ja, es war wieder mal klar, dass es genau wirklich. Das ist. Ah, schade, schade, schade. Ah, siehst du das? Mhm. Urbitter. Egal. Egal. Das heißt, jetzt hat jeder von uns zwei schon ein Ultra Rare gezogen. Richtig. Meine ist trotzdem nie Mint. Ja, sowieso. Diese Karten sind ja auch zum Spielen da. King's Court. So, haben wir wieder so Bogen, die letzte. Rivalität des Kriegs. Ja, ist vielleicht weder Print, ist die farbmäßig oder vielleicht durch die Hitze hat sich das jetzt auch ein bisschen so verändert. Dein Name, Wahnsinn. Geheimnisvoller Extra-Joker. Ritualkarte dafür und dahinter den geheimnisvollen Ritter-Joker. Nice. Dann Zolga der Prophet. Sind ja auch wieder ein kleines Set, nur so 60 Karten rum sowas. Auslassen des Bösen und dann haben wir die Weltvermächtnis Wachtrache. Das ist eigentlich auch ein sehr guter Reprint. Die Karte war auch zuerst sehr gefragt und auch okay. ein Reprint notwendig gehabt. Ich hätte ihn jetzt nicht in Super Rare gemacht, aber ja. Vor allem ich glaub, oha, da habe ich schon Glitzer gesehen, die ganze Karten. Das, der Avatar des Bösen, dann Tornadobringer. Auf einmal ein Rainbow. Wirklich? Rainbow Rare. Nein, das hat jetzt auch schon wieder ausgeschaut, als ob der Print was hat. ZW Adlerkanal, ZW Löwenwaffe, Pendlertransfer, Pendeltransfer und wieder. Ah, ich sage, die ziehst jetzt uroft die Superwerb. Ich meine, das ist jetzt schon heftig, dass man die jetzt dreimal zogen hat. Das ist ein Playset. Ja, das Playset. Ist ein Playset. Ich meine, du spielst ja auch ein Playset, also. Ja. Weißt? Gefällt mir. Hätten wir das schon mal. Und dann wieder das Rettungskaninchen. Aber wir haben so viele Karten doppelt. Golden Upcord, den zum Beispiel finde ich auch ein bisschen heftig. Der hat am Anfang eine Fähigkeit, den kannst also mit einem Schnelleffekt kannst du einmal usen, du kannst dir komplett die Handkarten vom Gegner anschauen. Das wird eigentlich aktuell gerade gar nicht gespielt. Ist das nicht banned? Ist das nicht ja, OP? Ja, eigentlich schon Karten, wo du die gegnerische Hand sehen kannst, eigentlich schon OP, weil wenn du den First Turn irgendwie bringst, kannst du und auch für dieses Deck-Thema ist das nicht schlecht. Ja, kannst du mal wissen, was der Gegner spielt, was er für Handtraps hat, ist eigentlich schon gut, weil eigentlich Handtraps können komplett das ist gestört, First Turn entscheiden. Und dann wieder den Tinwinkel Dolls. Wie viel Puls hat man denn in dem Set, in dem drei Display? 3 Puls haben eigentlich. Ah, das heißt, wir haben nur mehr einen. Ja, also wirklich auch ohne jetzt Missprinting das Ganze, wirklich nur 3 Puls hast du. Okay, das war aber im anderen besser. Ja. Dann geheimnisvoller Ritter-Joker. Dafür ist der ewige dann, Verbindung. Aber da trotzdem auch nur Rare-Karten, also das ja. ist nur, eigentlich nur Puls sozusagen. Eigentlich schon. Sollten es bei Pokémon mal machen. Mhm. Und die Hyper-Galaxy. Da merkt man so richtig, dass sich die aufwählen. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist, wenn sich Karten allgemein wählen, das ist immer irgendwas mit ein Print Flüssigkeit oder. Nein, meistens so. Nicht Flüssigkeit, aber halt Feuchtigkeit hat es damit zu tun.
sieht man da jetzt auch wieder einfach so. Ja. Der letzte war ja. Grabwächter, Spion, Ritter des Buben, dann goldäugiger Abgott, ZW. Den haben wir noch nicht gehabt. Den noch nicht? Ultimatives Schild. Ich glaube nicht. Majest- ne? Nein, majestätischer Drache. Dann haben wir den Pendeltransfer und Nummer 49 Glücksmelodie. Die Karte zum Beispiel war auch zuerst so teuer. Ist auch schon für über 10 Euro gegangen. Hat jetzt doch wieder ein super Reprint. Jetzt ist halt wieder. Ja. Drop down. Ja. Aber ist auch gut so. Es ist eh gut so. Sonst wieder alles unbezahlbar oder teilweise. Nummer F0, Pendler Exit. Koldauge Abgott, Zolga der Prophet, Rivalität der Kriegsherrin, dann Shenlong und das Kristallmädchen. Wie ich schon wieder eigene Namen erfinde für das Opening. Hast du Kristallmädchen, oder? Achso, wegen Shenlong, oder was? Shenlong, ja, sicher. Ist schön wieder. Rip. Rip Arena. So, dann haben wir. Oh. Triggert immer Wünsche in das Fusion, Gradwächter-Spion. Was sagst du zu unserem Beta am Dienstag? Alter, ich schwöre. Aber freut sich auf die folgenden Vlogs, was noch kommen werden. Also es wird sehr unterhaltsam. Die Wurzel des Bösen und sehr geil. Oh. Ich weiß noch nicht, wie sie sich entwickelt, aber bester Ultra Rare Pool in dem Set, was du ziehen kannst. Das ist stark. F0 utopische Drachenzukunft oder Draco-Zukunft. Drachenzukunft. Nice. Ist ein bisschen schwer in Deutsch zum Lesen, ungewohnt. Aber Draco Future, sehr geile Karte. Mega. Vor allem auch der erste Print ist aus dem OCG zu uns gekommen ins TCG. Mhm. Ich meine, viele haben so am Anfang gesagt, dass nur weil diese Karte in diesem Set ist, schon das Set sehr viel wert ist, was aber natürlich auch sein kann. Aber ist sehr schöner Pool. Stark, weil das andere hat ja das letzte Set hat überhaupt nicht gegönnt. Also ist schon. Das heißt, so wir haben keine Pools Pool mehr. Nee, eigentlich wo ist nicht nächste mehr, Display? Eigentlich nicht mehr, ne? Aber trotzdem, machen wir weiter. Aber wir schauen natürlich noch ein, was wir da ziehen. Natürlich, den extra Joker, Ritter des der Buben, des Buben, unbegrenzte Karten, wie die ganzen Yu-Gi-Oh! Karten da oben sind. Oh, geil. Dann wieder die Army, unerwarteter, den haben wir auch noch nicht gehabt. Das kam jetzt unerwartet. Das kann man halt. Wirklich. Und die Hyperkanone. Die legen wir gleich zu der anderen Hyperkanone. Hyperkanon! So, eigentlich im Endeffekt, ja. Können wir keinen Pool mehr am Topf, ist auch sehr gut. Hätte ich mir gerne einen Super Rare gewünscht, wobei es einen schönen Super Rare gibt, aber ja, jetzt ein Rare. Die ist auch gut. Bildkarte Fusion, auch nicht schlecht für das Deckthema. Schaut cool aus. Nicht so. Das heißt, wir flippen jetzt so durch. Ich glaube, wir haben jetzt schon, also Pool können wir keinen mehr haben. Okay. Und wir haben jetzt eigentlich schon jede Rare. Die haben wir noch nicht gehabt. Die haben wir noch nicht gehabt, ja. Die zum Beispiel auch, die war sehr lang, nur eine Promokarte in einem Deck. Boah, der schaut cool aus. Hat jetzt aber auch schon wieder einen Reprint bekommen, aber ist so, glaube ich, im Booster der erste Print auch von der Karte. Aber weißt du, was ich dieser Aluhut-mäßig glaube? Was? Dadurch, dass jetzt Konami diese Millennium Rare zu uns bringt, denke ich, komplett neu. Es ist ja dann. Komplett neue Rarity in Europa. Es hat im asiatischen Bereich oder im OCG hat es halt so eine eigene Box geben oder eigene Boxen geben, wo mehrere solche Millennium Rare Karten drin waren. Da war auch zum Beispiel Blue Eyes und Dark Magician. Und ich glaube, so könnte vielleicht sein, dass Konami bei der 2021er, bei dieser Megatin, bei dieser goldenen, was man auf die anderen stapeln kann, vielleicht sogar diese Rarität wieder mit reinbringt. Das wäre cool. Dann hätten wir auch in Blue Eyes Dragon und in Dark Magician auch in dieser Millennium. Das wäre wirklich nice. So, dann beginnen wir damit. Ritter des Buben, Ritterin der Königin. Oha, ziehen wir vielleicht mal alle drei in einem Set. Das wäre cool. Das wäre nice. F-Nummer Utopia, Nummer anders Utopia. Majestätischer und die XYZ Hyperkanone. Die Hyperkanon. Jetzt hast du es wieder normal gemacht. So, Shenlong, die Löwenwaffen, Utopiastahl, Wolkenschloss, Sternzeichen, Pendel Exit und Hof der Karten haben wir auch schon gehabt. Schauen wir, wie wir es gleich sortieren. Ich glaube, super eigentlich gute, die man ziehen will, ist eigentlich die. Ja. Die Glücksmelodie. Den finde ich stark. Haben wir da und wir haben wieder Bilder Joker. Beziehungsweise. Aber ich glaube, das ist eine Ultra Rare. Mein Hyper Galaxy ist auch eigentlich noch ein Spiel, das man eigentlich spielen wird. Beziehungsweise allgemein. Also es ist jetzt das Starter-Deck rauskommen oder Structure-Deck rauskommen mit Slifer und mit Obelisk. Der ist auch zum Beispiel. Man hätte es auch nicht reprinten müssen, gibt es auch schon ein paar Mal. Ja, aber. Und eigentlich hast du jetzt in diesem Set zusätzlich Support, dass du halt eben die Götterkarten spielen kannst. Ist er stark? Jein. Nein, es ist spielbar.
aber es gibt Besseres. Es wird aktuell nicht halt so S-Tier sein oder T1. Mhm. Letzte Pack gemeinsam. Ja, machen wir da. Machen wir wieder gemeinsam. Oha. Tja. So. Aha, oh. Oha, oh, Mapping. Das wäre cool. Das haben wir schon oft gehabt. Und die Rosenprinzessin. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Dann hätte ich gesagt, schauen wir gleich ins nächste. Bei der Start rein, baller rein als nächste. Sowieso am Schluss seine, was ich dann sagen, was wir da alles gemeinsam gezogen haben. Genau. So, dann Pack Nummer 2 darfst du aufmachen. Yes, yes. Here we go. Dann, wir haben im ersten schon gut gezogen, aber vielleicht, wir sind ja nach wie vor nach Collectors Rehand oder Götterkartenhand, was natürlich noch besser wäre. Also du kannst ja eine Götterkarte, eine Collector's Rare und eine Millennium Rare ziehen. Du kannst in einen sogar, Display, du kannst das ist sogar das Gott-Display. Ja, du kannst wirklich, das ist halt schon heftig. Mhm. Weil im Endeffekt, was hat Konami gemacht? Konami hat genau das Set so rausgebracht, wie sie die Karten gespoilert haben und haben einfach zusätzlich eine, eigentlich zwei Raritäten mit reinbracht. Die Götterkarten einmal in Ultra Millennium Rare und einmal in Secret Millennium Rare. Ich meine, die Götterkarten selber sind ja nicht so teuer, dass man sagt, okay, die bekommt man nicht jetzt eh schon für 1 bis 5 Euro in diversen Raritäten. Aber einfach diese Millennium Rare Rarität ist halt komplett neu und auch diese Secret Rare. Also das Set ist auch gut fürs Anlegen. Man sagt doch so, dass halt pro Case eines sein wird, was wahrscheinlich jetzt dann ein bisschen häufiger sein wird als eine Starlight Rare, aber einfach zusätzlich ja, mehr Value dem Set gibt. Was auch wieder auch ein Grund ist, wieso das Set gerade so gehypt wird. Das heißt doch gute Anlage. Erstes Set in Europa mit Millennium Rare. Ja. Hyper Galaxy wieder. Ja, also das ist wahrscheinlich auch so ein Set, wo man sagen wird, wer gameln will, öffnen will, auf jeden Fall. Aber das Set lohnt sich auf jeden Fall auch zum Holen und ja, definitiv, zum Warten. So, gesagt, die haben alle ja schon mal gehabt und haben eine Bildkarte Fusion. Fusion! Und vor allem das Coole ist, da sind doch nicht zu viele Deckthemen. Weil oft hast du bei so Nebensets, wo Collectors Rare sind, immer drei Deckthemen drinnen. Und da ist jetzt eigentlich ein Deckthema und halt Support eher für andere Themen. Mhm. Was natürlich dann auch einfacher ist, weil wenn jemand sagt, also mit einem Display kann man eigentlich wenig verkehrt machen. Weil das du hast auch immer mit normalen Ultra Rare Pools, wir haben ja auch die F-Zero schon gezogen. Das finde ich halt recht geil gegenüber Pokémon. Pokémon brauchst halt viel mehr, bis du jetzt Sammler bist. Ja. Brauchst viel mehr Displays. Weil Pokémon auch, aber liegt auch daran, Pokémon ist auch nach wie vor durch den ganzen Hype halt extrem. Also das ist, kann man preislich gar nicht sagen, was da Ding ist, normal und verkehrt. Unerwarteter Datei, Nummer 39 Utopia und wir haben den Tingwinkel Dolls. Dolls. Oder ist es vielleicht ein Spanier? Dolles. 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 So, der Adlerkönig, Löwenwaffe, Pendeltransfer, geheimnisvoller Ritterjoker und das Mädel haben wir da wieder. Das Crystal Match. Crystal Match. Oder das Kristallmädel. Oha. Oha. Genau wie vorhin. Einfach so. Wieder die Karte, Eck. Ich sag wieder, immer ist wieder Ultra Rare. Ich hab die mit. Ist wieder Ultra Rare, pass auf. 100 Pro. Heißt, wenn das ist, die wird komplett verbogen. Also wenn es jetzt wieder Ultra Rare ist, dann RIP. What the fuck? Es ist so eine Collector's Rare. Geil, Ritter des Königs Collector's. Wahnsinn. Und du sagst doch wieder Eck. Ja, aber Ritter. Ah, geil, aber sehr geil. Eine Collector's. Von, was, Collect ist halt cool, Collect ist immer so komplett eigener Ding-Effekt. Wirklich? Schauen wir mal. Ich meine, die Ränder sind immer gleich, aber was oh, ist hier? Oh, da hast du solche Dinge. Solche, boah, mega Collectors. Schauen wir mal, was haben die da gemacht? So Dreiecke sind's. Ja. Dreiecke sind's. Stark, Collectors. Sehr geil. Aber gibt's, ich habe andere gesehen, schon andere auch, muss ich sagen, ist zwar geil, definitiv Collectors wäre wunderschön. Ja. Aber hätten es ein bisschen mehr Effekt reinmachen können. Ach, trotzdem mega stark. Und du sagst noch, die hat ein Eck. Ich meine, mein hat ein Eck. Ist halt wie gesagt diese Biegung. Ja. Fokus. Nicht am Start. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, okay? Ja. Wie man sagt. Aber schauen wir sich das Eck an. Ah, das tut weh. Das tut weh bei der Karte. Aber trotzdem, nimm ihn. Ja, eine Collect. Und ich habe mir diesmal die rechte Seite ausgezogen. Ja, das ist jedes Mal. Und jetzt können wir noch immer Millennium Rare ziehen. Ja, genau. Wir können noch immer Millennium Rare ziehen. Das ist stark. Das ist wirklich stark. Haben wir den Ritter des Königs in King's Court.
den Hauptritter. Na, sehr geil. Und in Collector's Rare Form. Ja, mega. In Collector's Rare. Na, ich starte weiter ins nächste. Gar nicht in einen Top-Loader. Die nicht, die nicht. Meine Uhr ist jetzt schon verdient. Sicher, na komm. Die ist schon. Die hat das definitiv verdient. Ich meine, das Lustige ist, es gibt ja Ultra Rare Pools, die auch noch, wie gesagt, ziemlich. Hey, schau mal, hab keine Zunge. In normal. Okay. Gefällt mir. Aber wie gesagt, das ist. Und die magnetische Induktion. Das finde ich zum Beispiel auch lustig, dass diese Magnetkrieger auch Support dafür bekommen. Check ich halt nicht, weil es ist sonst keine Magnetkriegerkarte da irgendwie mit dabei. Mhm. Aber vielleicht ist das wieder ein Zeichen, dass Konami da in Zukunft wieder mehr vorhat, irgendwie was bringen will. Ja, aber das ist schon mal ein schöner erster Pool, hat man gerne. Richtig. Gefällt mir. Bin gespannt, was da noch für Ultra Rares. Stell dir vor, wir haben noch ein Millennium. Wir haben noch eine. Ja. Wir haben noch gar keine Ultra Rares. Ja, wir haben noch keine. Es kommen zwei Pools kommen noch. Oha. Jetzt sind wir gespannt, was wir ziehen. Und wieder Weltvermächtnis, Wachdrache. Stark. Und natürlich heute wieder für euch das erste Set halt auf Deutsch. Richtig. Könnt ihr dann ja auch bei den Karten, wir versuchen ja auch großteils schön herzuzeigen, stoppen, Pause machen, Fakt auch durchlesen. Richtig. Und in wilde Joker. Schaut auch geil aus. Mhm. Jolly spielen. Ja. So, Ritter der Königin. Es haben noch gar nicht so viele Collectors Rare geöffnet. Also oder gezogen, habe ich leider noch nicht so viel gesehen. Aber ja. Na, dann haben wir Nummer 9 der Psychotopia und wir haben wieder weiße Rose Kreuzgang. Das kannst du noch erinnern an das, was haben wir geöffnet? Nicht gezogen gehabt. Na, wir haben Lightning Overdrive geöffnet. Da ist zum Beispiel auch dieser Red Rose Dragon kommen. Fix, ja. Und da ist jetzt zum Beispiel auch wieder Support in diesen, ja, auch dieses Rosenmädchen, was wir zuerst gezogen haben, für dieses Deckthema. Also freuen sich einige, dass halt auch wieder das mehr spielen können. Mhm. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr eine Ecke hinten habt auf der Karte, ist ein guter Pool. Straße des Jokers! Ja, geil. Nächste Ultra Rare. Nächste. Schauen wir sie mal genauer an. Zauberkarte, Straße. Aber die kann man es wenigstens gut lesen. Ja. So, das heißt, was wird mein. Geil ist halt. Ich habe jetzt den zweiten Pool auf meiner Seite, nicht du. Aber wir haben eine. Alter, ich muss mir den mal anschauen. Ja. Also Leuchteffekt ist komplett heftig. Der also ist das, sieht man eh. Nein, was ich halt gemeint habe mit dem Leuchteffekt, normalerweise sind immer so irgendwelche dritten Effekte mit dabei. Also ja, zwischen so Front, Kurven zwischen oder hinten, so. Genau, Kurven oder Strahlen. Und der hat aber nichts. Ich meine, er hat schon Muster drin. Diese Fenster, also diese Fenster, was ihr da hinten seht, die sind irgendwie. Haben so einen eigenen Effekt. Haben so einen kleinen 3D-Effekt. Aber das sieht man jetzt auf der Kamera schwer. Ich meine, so kann man es erkennen. Aber ja. Mega. Mega, sehr schöne Karte. Und wie gesagt, auch dieses kleine, ich sag mal, Ding war schlimmer, weil auch sowas kann man theoretisch, ich will nicht sagen, jetzt ausstreichen, aber ja. Kann man, definitiv. Aber es bissl ist verschöner noch. So schlimm. Ja. Tschüss. Straße des Jokers ist auch cool. So, dann haben wir den ZW Löwenwaffen. Dann haben wir Nummer 10, 39 Utopiestrahl, Wolkenschloss, dann Sternzeichen Kundler, dann Pendel Exit, Ritterin der Königin und wieder für mich auch wieder. Ja, wir haben einige wieder. Plays jetzt da schon. Einige? So da. Wenn man es cool ist, da glaubst du echt, dass das die Coverkarte ist, gell? Ja. Haben aber, wenn du siehst, die ist ein bisschen anders, also die haben nochmal eine neuere Version, so ein Bossmonster reinbracht. Wäre auch cool, wenn man die Ultra Rare ziehen kann. Und wieder der Kreuzgang der weißen Rosen. Ja, schon wieder gefällt mir. Den habe ich jetzt wieder gehabt in dem Pack. Aber ich bin froh, dass wir, wie gesagt, endlich mal wieder ein Set haben, wo auch die Community und allgemein, also die Yugi-Fans, also Spaß dann haben am Öffnen und auch sagen, ja, das lohnt sich mal wieder, weil man muss sich auch überlegen, wenn man jetzt aktuell in ein Geschäft geht oder in einen Local Store, man sieht mehrere Booster. Man denkt sich so, was kaufe ich mal? King's Court also, in dem Fall. Die Leute gehen halt entweder auf King's Court oder halt auf Ghosts from the Past. Ich meine, wir haben zwar erst Juli, aber ich muss sagen, persönlich gefällt mir das Set am besten und ich glaube, es wird auch das beste Set 2021. Ja. Also King's Court, meiner Meinung nach, das beste Set. Es kommt noch was, Es kommen noch ein paar Sets. Ein Set ist halt auf nächstes Jahr schon verschoben worden. Nee, siehst du, also kann man schon sagen. Ich meine, die Megatin wird noch interessant, weil, wie gesagt, ich glaube halt dadurch, dass jetzt diese Millennium Rare eingefügt haben bei uns. Mhm. Oder eingefügt haben, eingefügt, ja. Eingefügt haben, ja. Eingefügt.
werden die wahrscheinlich auch mehr dazu bringen. Und eher aber nicht jetzt Staple-Karten oder normale neue Karten, sondern wie gesagt solche mystischen oder sowas wie Götterkarten, Blue Eyes, sowas nenne ich oder schätze ich mal, wird wahrscheinlich Raritäten kommen. Utopia. So, Rettungskaninchen und dieses Kristallmädchen. Das ist Metal. Hopp. Und was ich auch cool finde ist, du kannst, glaube ich, nur wenn du dir ein Case wahrscheinlich, ein Display nur von dem kaufst, hast du fast dieses Ritter-Deck eigentlich in der normalen Rarität schon, was du durchspielen kannst. Das ist halt geil, weil halt so wenig Karten drin sind. Was ist der Vorteil? Hörst du, aber was ist da? Wir haben noch 6 Packs insgesamt, 7 mit dem, was du gerade aufmachst. Mhm. Wo ist der dritte Pull? Millennium. Ja. Wäre mega stark. Das, wenn wir wirklich eine Götterkarte ziehen, puff. Aber die Millennium sind Götterkarten. Ja, es gibt wie gesagt Ultra und Secret. Mhm. Und die Nummer 49. Ist auch nicht schlecht. Glücksmelodie. Dolga. Oh, oha, ist jetzt ruhig. Wir haben nur noch 6. Wir haben nur noch 6 Booster. Ja, also 5, ja, 5. Was ist der dritte Ultra Rare Pool? Wir haben eine Götterkarte ziehen. Ach, das wäre göttlich. Göttlich. Ritterin der Königin. Ja. Und. Blitzschnelle Beschwörung. Die ist zum Beispiel auch, schade, dass wir die nur einmal zungen. Die Karte spielst du halt auch extrem in Support für Slifer und Ra. Ich meine, viele sagen so, dass diese ganze Thematik eher für Slifer ist, aber eigentlich kannst du Ra auch sehr gut damit spielen. Ich sag da, das letzte Pack tue ich so umdrehen. Welches? Das da war eigentlich schon vorbei, das war das vorletzte. Das vorletzte, ist das? Ja, das vorletzte. Glaubst du immer, dass die vorletzten gute Pools haben oder was? Naja. Wie erkenne ich eigentlich eine Götterkarte? Oder so ein Millennium Rare? Götterkarte. Schrott-Zwillingsdrache. Haha, das heißt, du darfst jetzt nichts ziehen. Oha, es wird spannend. Es wird spannend bis zum letzten Booster. Bis zum letzten Booster. Ja, was haben wir unser letzten Booster? Wer zieht noch einen Ultra Pool und einfach mit einem Display? Oh, boah, wie bitter wär's. So, was ist meine letzte Karte? Nein, ich habe noch einen Booster mit Polizei. Und ist das die Rosenprinzessin? Ja. Oha, wer hat's drin? Wirst du Risky gehen und tauschen? Na. Ja, ich hätte es gemacht an deiner Stelle. Ui, der ist schon eck. Ist schon eck, dann ist Ultra Rare. So, hast du die letzte. Gibt schwarze Götterkarten? Ich hab doch gesagt, es war besser, wenn es tauscht. Last Pack Magic, so, gib ihm. Haben wir für heute, für dieses Opening, für eine Ultra Rare? Was werden wir da ziehen? Weißt du, was mich am Millennium Rare so interessiert? Was? Also erinnert. Millennium! OG. So. Was ist die letzte Karte? So, wir haben Auslöscher des Bösen, was einfach die gegnerische Angriffskraft kopiert plus 100. So, ewige Verbindung. Goldäugiger Abgott. Goldäugig ist ein Zeichen. Baxia. Nummer 1039 Utopestrahl. Vorletzte. ZW Tornadobringer. Geil. Nice. Das ist das Boss, was ich gesagt habe. Das ist jetzt eigentlich Hauptboss-Monster. Wirklich, ist genau das Artwerk. Geheimnisvoller Triumph-Joker. Sehr cool, schöne Karte. Mega schön. Auch das Artwerk, was haben wir da? Das normale. Haben wir da ein normales Artwerk davon? 2 hours later. Schaut schon cool aus, die neue. Mhm. Aber noch mehr. Noch mehr Effekt. Ja. Also ja. Es war ein mega geiles Display. Also sehr das Display. Heute. Mega gesagt, stark. Machen wir kurz eine Zusammenräumung. Zeigen wir nochmal die anderen auch vom vorigen. Fix. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So, dann was war für unsere 2 Displays heute die Ausbeute? Also wir haben eigentlich fast Playset. Überall ein Playset. Zum Beispiel Rosenprinzessin haben wir 3. Dann in Tin Winkel haben wir auch 3. Die Poolrate mal interessant zu wissen. Genau, auch Kristallmädchen haben wir 3-mal, Hof der Karten haben wir 3-mal, Wilder Joker haben wir 3-mal, also wirklich urstarke Playsets, da auch 3-mal, dann auch Kao Feng 3-mal, Schrott-Zwillingsdrachen 3-mal, die haben wir nur 2-mal gezogen, ja. In Glücksdrachen, dann die haben wir nur 1-mal, Blitzschnelle. Hier zum Beispiel, wenn ich
Die hätte ich gern dreimal gehabt, weil dann hätte ich auch schon das Deck gespielt. Den haben wir auch nur zweimal. Den haben wir zweimal. Bildkartenfusion haben wir zweimal. Den Kreuzgang haben wir dreimal. Und den haben wir wirklich zwei Playsets voll. Ja. Also der ist also überhaupt kein Schwachbild, ja. Nein. Und dann, wie gesagt, Rare natürlich jede, weiß ich nicht, gefühlt 10 bis 20 Mal. Also die sieht man wirklich oft. Ja. Ja. Da haben wir wirklich schöne Ausbeute. Ich glaube, also eigentlich, man sagt so, sie sind halt pro Case sind, wenn du unlucky bist, nur 3, wenn du sehr lucky bist, 5, aber eigentlich 4 Collectors Rares. Wir haben Glück gehabt, wir haben in unseren 2 eine Collectors Rare gezogen. Den King, wie gesagt, hinten ist halt leicht beschädigt und ich muss auch sagen, ich meine, ich mag ungern so jammern halt wegen Produktion, aber Centering ist jetzt auch nicht das Beste. Oben, unten, links, rechts, Wahnsinn. Ja. Hinten sieht man es auch. Aber das ist jetzt eine Ausnahme, okay? Also ich habe auch schon andere Openings angeschaut. Eigentlich sind sie gut, sind sie schön, auch das Ultra Rares alle top. War ein absolutes Highlight halt. F-Zero Zung. Da ja, sehr stark, geil. Ja. Sehr, sehr geil. Und ja. Set hat auf jeden Fall Spaß gemacht zum Öffnen. Definitiv, ja. Bin gespannt auch noch. Vielleicht haben wir noch mal das Glück und werden auch in unseren anderen Openings, ich glaube, es dauert jetzt glaube ich, 5 oder 6 Wochen, bis das nächste Set erscheinen wird. Da wird noch was kommen. Werden wir was öffnen. Aber das ist dann schon im neuen Studio. Genau. Weil es wird alles umbauen. Es ist eh schon, ich habe eh schon angefangen ins Ausmisten, alles mögliche. Aber da wirklich, seid gespannt drauf. Seid gespannt. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Haut rein.